Klar, man hat es immer in der eigenen Hand. Naja. Also schön, schauen wir mal kurz. Ach, da ist Resay. Schaut mal wieder den Alarmknopf an. Wie geht's denn so? Oh, Senpai. Ich werde alles über mich selbst lernen. Ich werde auch stärker werden. Dann kann ich all das Schlechte akzeptieren, die schlechten Dinge über mich akzeptieren und nicht vor ihnen davonlaufen. Danke, Senpai, dass du mich gefunden hast. Ja. Oh, Naoto, was sagst du so? Oh, Yu-san. Wird überanstrengend, dich nicht zu sehr. Ich helfe, wann immer ich kann. Natürlich assistiere ich dir auch zu vollsten mit dem, oder soweit ich kann, mit meinen Fähigkeiten. Ja. Gut. Oh Gott, das ist Hanako. Weiß nicht, können wir eigentlich. Na, Josuke ist gar nicht da. Keiner von denen schlägt irgendwie vor, dass wir das Krankenhaus besuchen können. Chie ist auch nicht da. Hier, Kanji ist da, aber. Oh, Senpai. Ah, okay. Ja, ich besuche nochmal das Krankenhaus. Hat irgendwie jetzt Vorrang, weil ich glaube, wir kriegen auch noch was, wenn wir mehrmals da sind. So, sie hat unsere Präsenz bemerkt und ist aufgewacht. Ja, wir sind gekommen, um dich zu besuchen. Danke. Und sie lächelt ein wenig. Also ihr Zustand wird immer noch nicht besser, verdammt. Sie machen sich weiterhin alle Sorgen, als würde es um sie selbst gehen. Was können wir nur tun? Was können wir nur tun? Abwarten. Abwarten und hoffen und bangen. Und so, mal wieder ein wenig im Krankenhaus arbeiten. Machen aber gutes Geld dabei. So, Samstag der 26. Und wir belauschen mal wieder, so toll wie wir sind, ein Gespräch. Geht bestimmt wieder ums Wetter, habe ich recht? Hey, findest du nicht, dass wir alle ein wenig seltsam drauf sind wegen des Nebels? Ich sehe sogar Leute, dass sie die Leute hier rumlaufen, die diese großen Gasmasken tragen. Ja, und die Leute werden auch krank. Gibt es da im Moment nicht genug Leute, die seltsames Zeug reden? Als ob die Welt untergehen würde und dass die globale Erwärmung der Ursprung davon wäre. Ja.
Als nächstes sind es dann noch Marsianer im UFOs oder sowas. Hey! Was glaubst du, was passieren wird, wenn du glaubst, dass jemand krank ist, aber du tust überhaupt nichts dagegen? Ich meine, um ehrlich zu sein, gestern mein Dad. Ah. Und die nächste Lektion. Na toll. Guten Morgen. Wie geht's euch, Jungs und Mädels? Seid ihr erschöpft vom Lernen für den Test, der bevorsteht? Ich hoffe, ihr vergesst es nicht. Weihnachten ist in einem Monat. Habt ihr schon eure Dates gefunden? Oh ja. Ich hab meins bereits. Ich erzähle euch mal was. Ach Mann. Kommt klar, wenn ihr ein Date habt. Macht es falsch und es wird eine blaue Weihnacht für euch. Jo. Ach toll. Welche der folgenden wird als inkorrekter Art betrachtet, Weihnachten zu buchstabieren? Ich glaube, Xmas, ja. Ich glaube, mit dem Apostroph hier, oder? Also, ich habe schon öfters mit und ohne Bindestrich gesehen. Aber eigentlich noch nie mit so einem Apostroph da. Also, nehmen wir das mal. Richtig, exzellent. Yu sieht aus, als würde er... Ach egal, irgendwas mit Lady und bla bla bla. Das Apostroph ist nicht nötig, um Christmas zu buchstabieren oder abzukürzen vielmehr. Es ist eine sehr bekannte Falschbuchstabierung unter japanischen Leuten, also merkt euch das. Nichts ist besser, als Kuchen mit seinen Geliebten an Weihnachten zu essen. Lecker. Ich hoffe, ihr habt alle einen Geschmack davon bekommen. Tolles Wortspiel, hä? So, wir haben die korrekte Antwort gegeben. So, und die Schule ist mal wieder zu Ende. So, und da es mal wieder regnet, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, Nanako erneut zu besuchen. Oder? Oder es... Ne, es regnet ja gar nicht. Was rede ich denn da für einen Shit? Ja, es ist bewölkt. Yo! So, I wanna fight again. Ja, soll ich dir nochmal die Nase verbiegen? Ah, nein, Quatsch. Nee, aber Yosuke kann uns nicht, bietet uns nicht an, da kurz zu besuchen. Dann werden wir doch mal auf dem Dach nachfragen, wo sich Chia ja gerne mal umtreibt. Oh, und Chia hat sogar heute einen Social Link für uns. Ja, es ist dann nur wieder dieses Zusatzdings da, was dann jetzt jedes Mal passieren würde, wenn wir sie ansprechen würden. Können hier gar nicht mehr näher kommen. Oh doch, das können wir. Ja, ich glaube, ich zeig's einmal. Let's stay like this. Just a while longer. Das hatten wir schon, ne? Was ich jetzt ehrlich gesagt kann. Ja, egal. Wenn das fertig ist, werde ich den Spielstand nochmal laden. Damit wir dann das Richtige tun. Naja, unser Geruch, genau. Das hatten wir schon mal. I love you. Oh. Ich dich auch, mein Zucker Prinzesschen Dingster. Ja. Da fällt mir mal gerade was Interessantes ein. Vor einer Weile habe ich Persona Q gespielt. Ja gut, so lange ist doch noch nicht her. Aber da gibt es im zweiten Dungeon, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, ganz lustige Szene. Also der zweite Dungeon hat so mit, ja,
Da werden ein paar intime Fragen gestellt und am Ende wird dann daraus bestimmt, wen man von den Persona 4 oder 3 Charakteren als bestimmten Partner bekommt. Und das ist sehr, sehr lustig. Naja, so, fragen wir mal Yuriko jetzt, ob sie... Ah ja, okay. Sie bietet uns das an. Wir besuchen Nanako. Nanako. Ja, sie hat unsere Anwesenheit bemerkt und ist aufgewacht. Tut es irgendwo weh? Ja, was eine bescheuerte Frage eigentlich. Ich bin okay. Aber ihr Zustand scheint nicht besser zu werden. Wir kommen wieder, okay? We'll be back. Ja, wir kommen wieder und wir sind wieder allein zu Hause. Wir können nirgendwo arbeiten. Also, wir können im Prinzip fast gar nichts machen. Naja, gut, wir können wieder Geld verdienen, indem wir irgendeine unserer tollen Nebenjobs da erledigen. Ja, herrlich, herrlich. Umschläge. Macht das Spaß. 5000 Yen. So, es ist Sonntag. Oh, und morgen fangen unsere Abschlussprüfungen an. Heilige Scheiße. Oh Gott, damn it. So, eben schnell im Shoppingprogramm vorbeischauen. Oh, ach. Er verkauft nur noch Gasmasken. Und erste Hilfe Kits. Und wir können gar nichts kaufen. Großartig. Naja. Ne? Warum auch mit Gasmasken rumlaufen? Wenn der Nebel schon hier bald in unser Haus eindringt, so hat es den Anschein. So, die Frage ist, was tun wir heute? An einem weiteren vergasten Tag. Können eigentlich am besten wieder Nanako besuchen, weil ich glaube, so viele Social Links werden wir nicht zur Auswahl haben. Und wir können mal... Ah, okay. Nee, ach, nee. Nee. Einfach nur nee. Egal, was passiert, nein. Ich hoffe, da ist mal irgendjemand da, der uns... Ach, da ist GA. Yo! Yo. Oh yeah, Nanako-chan besuchen. Machen wir. Und Ujima ist auch da. Und Adachi. Big Bro. Sprechen scheint immer noch schmerzhaft für sie zu sein. Halt durch. Yeah. So, also wie sieht's denn beim Haus aus? Fünf
fühlt sich zu groß an für mich. Ja, ich verstehe das. Tut mir leid. Ja, kann meine Freundin nicht bei mir wohnen? Sie ist eingeschlafen. Also Nanako. Ach, ist ja kein schlechtes Zeichen. Also dann gehen wir. Pass auf dich auf, Tojima-san. Ja, danke. So, wir machen uns Sorgen und mit allen kriegen wir halt Bonus. So, dann nochmal speichern und dann auf in die Abschlussprüfung für das Halbjahr. Eigentlich ist das ein seltsamer Termin für Abschlussprüfung, weil das Schuljahr endet ja eigentlich erst im Frühling. Und, ja, also... Naja, nehmen wir es mal so hin. So, wir bleiben zu Hause. Wir lernen natürlich nicht dafür, denn wir sind, klug wie Otze. Stattdessen arbeiten wir einfach nochmal eine Runde und übersetzen ein wenig, ne? Kann ja vielleicht nicht schlecht sein für eine Englischprüfung oder so. Oh, wir treffen auf einen Witz, den wir nicht verstehen. Wörtlich übersetzen oder... Ja, machen wir mal. Ist bestimmt falsch. Ja. Ja, hat sich ja nichts verschlechtert. So, Freunde. Ach so, das sind die Abschlussprüfungen für den für das zweite Halbjahr, Vierteljahr, Term. Na egal. Irgendein Jahresabschnitt. Yo, yo. Ist doch viel wichtiger. Ach, schau dir dieses Wetter an, Mann. Was soll das bloß alles? Das ist wirklich seltsam. Hast du jemals von so etwas schon gehört? Sehe ich so aus? Oh ja, die Abschlussprüfungen starten heute. Aber das ist eher... Im Ernst, das ist jetzt gerade nicht der Punkt. Was wird bloß passieren? Lass dich nicht verwirren. Ja, du hast recht, tut mir leid. Es wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir anfangen, ohne Grund hier auszurasten. Aber es gibt eine Menge seltsamer Gerüchte in letzter Zeit. Nicht nur die über den. Nicht nur die darüber, dass der Nebel giftig sein soll. Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl bei dem Ganzen. I've got a bad feeling about this. So. Morning! Zeit für die verfickten Prüfungen. Oh, ich hab über 8. Ach du Scheiße, was war das denn gleich noch? Ach hier, das war Oktober, ne? Okto. Oktopus, 8 Beine. Wenn ich mich nicht irre. Probieren wir es einfach mal. Oh yeah, richtig. Welche Muskeln schwächen sich, wenn man sein... Kinn in der Hand aus. Gut, das waren... War Rücken bis zu den Schultern oder Arme? Ich meine, es war Rücken. Oder? Arme? Ja, ich meine, Rücken war's. Und... Yes! Damit wäre der erste Tag schon mal geschafft. Wichtige Rolle spielt Gesichtsbehaarung für den Körper. Ach, das war doch hier was mit Giften, ne? Ja, bin ich mir sicher. Irgendwas mit Gift hatte ich da noch im Hinterkopf. Genau, war auch richtig. Geil. Patagonian Ice Field is located between zwischen welchen beiden? Oh, das war Chile und Argentinien oder Chile und Peru. Oh yeah, geil.
war sogar Chile und Argentinien. So, damit ist Tag 2 auch im Sack. Und wir hören mal wieder ein paar Schülern zu. Ah, so, kann doch nicht sein. Es gibt... Ja, wir können diesen Club auf jeden Fall nicht so aufrechterhalten. Zu viele von unseren Mitgliedern melden sich krank. Wann wird dieser verdammte Nebel endlich sich lichten? Aber Senpai, die Leute, die gerade erst hier faulenzen, werden sich auch nicht zeigen, oder? Du kannst den Club aufrechterhalten mit den Mitgliedern, die du noch über hast. Was wahrscheinlich gar keine sind. Vielleicht hilft dir der Fuck, herauszufinden, wer da bereit ist, das meiste für den Club zu geben. So kann man das auch betrachten, schätze ich. Der Fuck, der Nebel.